Eisskulpturen von David B. Silva. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Frühling, Sommer und Herbst sind seitdem gekommen und wieder gegangen und es ist mir leicht gefallen, mir etwas vorzumachen und daran zu glauben, dass die Vergangenheit endlich dem kalten, nicht greifbaren Gestern angehört. Aus der Jahreszeit, aus dem Sinn. Aber unvollendete Dinge haben die Angewohnheit, dir so lange an jeder Ecke deines Lebens aufzulauern, bis du sie nicht mehr ignorieren kannst. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich den Film entwickeln lassen musste. Ich glaube, dass ich deshalb nicht überrascht bin von der Fotografie, von der ich immer wusste, dass es sie gab. Das Gestern lässt deine Gedanken nie wirklich los. Es tut nur so, als sei es nicht mehr da. Bis zu dem Moment, an dem es sich erhebt und nach dir greift. Eagle Peak im Sommer ist eine weiche, weiße Wolke, die irgendwo zwischen Himmel und Erde mitten im Universum schwebt. Trinke die Luft in dich ein und ein kühler Hauch streicht über deine Seele. Forme deine Hände zu einem Gefäß und trinke das Wasser seines Sees und dir wird wieder bewusst, wie lebendig du doch bist. Jeder Atemzug ist erfüllt von dem Duft frisch geschlagenen Kiefernholzes. Jeder Blick schweift über einen strahlenden und grenzenlosen Regenbogen von Gebirgsblumen. Es ist diese Lebendigkeit des Sommers, an die ich mich zu erinnern versuche, wenn ich an Eagles Peak denke. Aber es ist der Winter, an den ich einfach nicht vergessen kann. Winter, welch eine kalte, seltsame Jahreszeit. Die Zeit der dunklen Träume und des Winterschlafs. Die Zeit, in der der Schnee sanft vom Himmel auf die Erde schwebt, wie weiße, milchige Schmetterlinge und die doch die Knochen zu Eis gefrieren und den Sommer zu einer vagen Erinnerung verblassen lässt. Eine faszinierende Zeit. Lass dich nur einmal von ihr in den Schlaf wiegen und sie bringt dir den Tod. Berühre ihre spitzen Eiszapfen, die wie Stalaktiten an Bäumen und Felsen hängen, manchmal tropfend, manchmal fest, und ehe du es merkst, färbt sich das klare, durchsichtige Eis rot mit deinem Blut. Winter, das ist Mutter Natur in all ihrer Grausamkeit. Mutter Natur in all ihrer Grausamkeit. Als wir unser Camp am Eagle Peak aufschlugen, war es Spätsommer des Jahres 1980, ein Jahr, das keinen Herbst hatte. Ein Septembertag war strahlend blauer Himmel und T-Shirt, der nächste war graue Düsternis und Parka. Im gleichen Jahr, nur wenige Monate zuvor, hatte ein explosiver Ausbruch des Mount St. Helens stattgefunden, bei dem eine Wolke aus Asche ungeheure 15 Meilen hoch in die Atmosphäre geschleudert worden war. Die Meteorologen hatten davor gewarnt, dass diese Asche möglicherweise einen bedeutenden Einfluss auf das Wetter haben könne. Für einige Teile des Landes sagten sie so etwas wie einen kleinen nuklearen Winter voraus. Aber wer hört schon auf das, was Meteorologen sagen? Himmelsleiter, so hatten wir unsere kleine Gemeinschaft am Eagle Peak genannt. Zugegeben ein bisschen esoterisch und selbstbeweihräuchernd, aber so ist das nun mal mit Künstlern. Ein von der Regierung finanziertes Kulturprogramm hatte uns zusammengebracht. Interpretation der vier Jahreszeiten anhand verschiedener künstlerischer Medien oder sowas. Unglücklicherweise handelte es sich dabei nicht um Frankie Valli und die Four Seasons. Zu der Zeit hatte ich eine sehr viel fundiertere Vorstellung von Musik als von fallenden Blättern oder kalten Frühlingsschauern. Im günstigsten Falle war es ein nebulöses Unterfangen, aber solange die Regierung bereit war, die Zeche zu bezahlen, waren wir bereit zu tun, was man von uns erwartete. Wir erreichten unser Camp Himmelsleiter in einem kleinen Tal. Im Norden wurde es von einer Felswand begrenzt, die uns vor den Nordstaatlern schützen sollte, die manchmal den Park überschwemmten. Im Süden befand sich ein Gebirgseinschnitt, durch den, so hofften wir, uns an kalten Januartagen mit wolkenlosem Himmel die südliche Sonne wärmen würde. Wir waren 12, alles Fremde zu Beginn und alle auf unterschiedlichen künstlerischen Gebieten tätig. Holzschnitzerei, Arbeiten aus Leder, Malerei in Öl, Bildhauerei, Skulpturen, Schachspiel, Fotografie und so weiter. Ich war der Hemingway der Gruppe.
Von jedem Einzelnen von uns wurde erwartet, dass er die natürlichen Materialien so weit wie möglich in seine Arbeit integrierte. Farben wurden aus Beeren, Baumsäften und kreideartigem Gestein hergestellt. Leder aus Tierhäuten, Schnitzholz wurde von frisch gestutzten Bäumen genommen und so weiter. Kreativität in Potenz, könnte man sagen. Ich war der einzige Schriftsteller und ich hatte den Verdacht, dass meine Präsenz im Camp in erster Linie dazu dienen sollte, die Geschehnisse schriftlich festzuhalten. In dem Programm wurden nur sehr dürftige Aussagen über die erwarteten Ergebnisse dieses Unternehmens gemacht. Aber was meine eigenen verschwommenen Vorstellungen betraf, die sich seitdem schon längst in nichts aufgelöst haben, so hoffte ich mit großer Zuversicht, ein Buch über die folkloristischen und mystischen Elemente schreiben zu können, die meiner Meinung nach letztendlich eine Rolle in unserem Zurück-zur-Natur-Experiment spielen konnten. Ich glaubte, dass ich diese Pläne aufgab, als es mir nicht mehr möglich war zu begreifen, was genau im Camp Himmelsleiter vor sich ging. Gleich vom ersten Tag an gab es in der Gruppe zwei Leute, die sich als Außenseiter zusammentaten. Margot McKennan war Fotografin aus Leidenschaft, angefüllt mit Brennweiten und Belichtungszeiten, Weitwinkeln und Zooms. Auf eine Art waren wir beide mehr Beobachter als Teilnehmer und manchmal denke ich, dass es dieser feine Unterschied war, der uns auf subtile Weise von den anderen trennte. Auf der künstlerischen Gesellschaftsleiter hatten Margot und ich je einen Fuß auf der untersten Sprosse und den anderen Fuß frei in der Luft baumeln. Ich vermute, es muss da ein ungeschriebenes Gesetz gegeben haben, dass es ungeschrieben gewesen sein muss, versteht sich von selbst, welches besagte, je schmutziger man sich die Hände bei der Ausübung seiner Kunst machte, desto höher stand man auf der Leiter. Margot und ich taten unser Bestes, nur um nicht ganz runterzufallen. Als ich Margot kennenlernte, surr klickte sie ständig mit ihrer Kamera umher, mit einer nervösen Energie, die sich scheinbar nie erschöpfend ausleben konnte. In gewisser Hinsicht verstand ich ihre Kamera als eine Erweiterung ihrer selbst. Sie sah die Welt in all ihrer Hässlichkeit und all ihrem Glanz durch eine offene Linse. Fast so, als habe sie Angst, die Kamera aus der Hand zu legen, aus Furcht, sie könne etwas verpassen, was nicht verpasst werden durfte. Schließ einmal die Augen und ein Stück von der Welt huscht unbemerkt vorbei, pflegte sie zu sagen. Schließ die Augen zweimal und es gibt nichts mehr zu sehen. Als sie diesen Satz zum ersten Mal zu mir sagte, dachte ich, sie meine damit Menschen, die wie blind durchs Leben gehen und ihre Umwelt nicht wahrnahmen. Aber jetzt, da ich an die Traurigkeit zurückdenke, die ihre Augen in diesen Momenten verdunkelte, frage ich mich, ob es vielleicht die Blindheit des Todes war, von der sie mich warnen wollte. Schließ die Augen zweimal und es gibt nichts mehr zu sehen. Es war der 16. September, als die erste Schneeflocke vom Himmel herabflatterte und auf der Erde des Eagles Peak schmolz. Dann rieselte noch eine Schneeflocke leise aus dem Himmel und noch eine, und es dauerte gar nicht lange, bis sie nicht mehr schmolzen, wenn sie die Erde küssten. Zwei Tage später bahnte sich ein Aufseher mit seinem Schneemobil den Weg zu uns hinauf. Er trug die übliche knallgelbe Jacke und stieß dampfend heiße Atemwolken aus. Sie waren dabei, den Park zu schließen, was normalerweise erst nach dem Thanksgiving-Wochenende geschah. Und er wollte wissen, ob es noch irgendwelche letzten Wünsche gab, wie er es ausdrückte. Ich sehe noch vor mir, wie er sein Möglichstes tat, um sich warm zu halten, indem er seine Hände zusammenschlug und mit den Füßen im Schnee herumstapfte wie ein großer Elch, der versucht, das Skelett eines unter dem Schnee begrabenen Busches freizulegen. Und in seinen Worten schwang ein nur schlecht verhohlener Unterton mit. »Ihr verdammten Idioten«, hörte man ihn sagen, »an diesem Ort kann man doch nicht bleiben, nicht in diesem Winter, nicht hier.« Der Park wurde am 20. September 1980 offiziell geschlossen. Und dann begann der längste Winter, den ich jemals erlebt habe. Während dieser ersten Wintertage waren Margot und ich unbeteiligte Beobachter, die ein mehr oder weniger wachsames Auge auf ihre Mitkünstler hatten und ein neugieriges auf das seltsame Wetter.
Sie war fasziniert von der bitteren Kälte eines frühen Schneesturms und ich glaube, dass es das war, was sie so anziehend für mich machte. Ihre wundervolle kindhafte Neugier, ihr ständiger Drang, etwas mit den Fingern anzustupsen und abzuwarten, was geschah. Gemeinsam, denn nach einer Weile waren wir fast unzertrennlich, beobachteten wir, wie unsere Künstlerkohorten langsam ihre Gesichtslosigkeit verlor und die wirklichen Menschen sich abzuzeichnen begannen, ganz und gar und exzentrisch, jeder auf seine persönliche Art ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Diese frühen Wintertage waren es, in denen Margot und ich uns selbst überlassen am Rande des Erlebnisses Himmelsleiter standen und uns unsere kleinen Notizen machten, visuell und auch schriftlich, die ich am meisten genoss. Der seltsamste in unserer Gemeinschaft war Billy Dayton, der Bildhauer der Gruppe. Er war ein Mann, der nicht in die Gegenwart passte, ein verlorenes Kind der 60er. Er trug sein Haar lang, im Nacken mit einem Streifen Kaninchenfell zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sein Gesicht war hinter einem Vollbart versteckt, der von grauen Strähnen durchzogen war und der ihn älter erscheinen ließ, als er war. Seine Augen waren dunkel wie eine mondlose Nacht. An einem Spätsommertag fand ich ihn ungefähr eine Meile vom Camp entfernt. Er kniete vor einer Platte aus monolithischem, vulkanischem Gestein, in die er mit einem Granitkeil etwas einmeißelte. »Was ist das?« fragte ich, nicht ahnend, was er mir antworten würde. »Die Revolution der Natur«, antwortete er mit einer sanften, zarten Stimme, der Art von Stimme, die dich jede gemurmelte Silbe glauben lässt, obwohl du weißt, dass es Unsinn ist. Genau das war auch Billy Daytons Art. Er redete ständig unsinniges Zeug, das sich richtig anhörte. Zumindest sah ich es damals so. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht war es kein Unsinn. Hört sich gut an, sagte ich. Dann gesellte sich Margot zu uns, die wie immer alles sorgklickte, was ihr vor die Kameralinse kam. Als sie Billys Monolith sah, machte sie schnell vier oder fünf Aufnahmen hintereinander, hielt dann inne, die Hände um ihre Kamera gekrampft. »Was ist das?« fragte sie. »Die Revolution der Natur«, antwortete ich ihr. Sie kicherte nicht, zumindest nicht laut heraus. Aber irgendwie fühlte Dayton, dass etwas nicht stimmte, denn er wandte sich auf den Knien liegend zu ihr um und fing ihren Blick ein, als wolle er ihre Gedanken lesen. Ich weiß noch, dass ich für einen kurzen Augenblick dachte, dass seine Augen loderten wie flüssiges Quecksilber. Dann schauderte Margot und ich konnte sehen, wie die Fröhlichkeit in ihr welkte, so wie manchmal die Fröhlichkeit eines Kindes welkt, wenn ein Erwachsener das Zimmer betritt. »Lass uns gehen«, sagte sie und zupfte an meinem Ärmel. Ihre Hand war eiskalt, so als sei ihrem Körper das ganze Blut entzogen worden. Ich ging mit ihr, während Billy sich wieder seiner Revolution zuwandte. Als wir außer Hörweite waren, fragte ich Margot nach dem Grund für diese plötzliche Flucht. Es war nur so ein Gefühl, sagte sie. Dann war die Kamera wieder vor ihrem Gesicht und sie surrklickte zuerst den einen Baum und dann den nächsten. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass Margots Kamera nicht nur ihr Fenster zur Welt, sondern auch ihre Art, die Dinge aus ihrer Welt zu verbannen, die sie nicht sehen wollte. Aus dem Sucher, aus dem Sinn. Die Winternächte wurden zunehmend kälter und das Camp teilte sich langsam in immer kleinere Gruppen auf, von denen jede ihre eigenen Interessen hatte. In dem einen Zelt wurden große Debatten über die Kunstfertigkeit im Gegensatz zur Kunst geführt und über die Frage, wie der Geist der Kreativität beschaffen sei. In einem anderen Zelt wurden Rezepte zur Herstellung von Beerenfarben und Tipps zum Thema die 10 wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten von Vulkangestein ausgetauscht. In der Sicherheit unseres Zeltes ließen Margot und ich, einst Fremde, jetzt Freunde, einander an unseren wohlbehütetsten Gedanken teilhaben. Perspektive ist das größte Geschenk, das wir der Welt machen können, sagte sie in einer dieser kalten Nächte. Sie war bis zur Nasenspitze in einen warmen Schlafsack gekuschelt. Das flackernde Feuer reflektierte helle Lichter in ihren Augen.
Du siehst draußen die trostlose Kälte des harten Winters. Ich sehe Schlösser aus Eis und Schnee. Wir sehen das Gleiche und doch sehen wir es anders. Diese Perspektive, deine einzigartig für dich, meine einzigartig für mich, ist unser größtes Geschenk an die Welt. Diesen Gedanken konnte ich verstehen. Das Gleiche kann man auch über die Idee für eine Geschichte sagen, sagte ich. Gib sie 50 verschiedenen Schriftstellern und du wirst 50 verschiedene Geschichten bekommen, jede mit einer eigenen persönlichen Note, jede so individuell wie ihr Verfasser. Ja, rief sie aufgeregt, ganz Lehrer, der seinem Schüler etwas beibringt. Und woraus schöpfen wir unsere einzigartigen Perspektiven, du deine, ich meine? Aus Vergangenem und Gegenwärtigem, aus Kindsfreuden und jugendlichen Albträumen, daraus, wie ein Schimpanse, mein Bild im Spiegel anzustarren, daraus, dass wir so schnell erwachsen werden, dass wir nie das Gefühl verlieren, noch Kinder zu sein. Und aus den Gerüchen, die wir riechen, sagte sie, während sie sich auf einen Ellbogen stützte und die Worte so schnell heraussprudelte, dass sie ihren, wie sie ihr in den Sinn kamen. Und den Geräuschen, die wir hören, und all dem Raunen und Weichen und Eckigen und Runden, das wir berühren, und allem, was uns traurig macht, und aus allem, was uns glücklich macht, aus unseren Vorstellungen von der Welt und dem Universum, von Geburt und Tod, von Versprechen und Lügen, aus all dem. Und sie holte tief Luft, hielt den Atem an, lächelte währenddessen und ließ dann die ganze Luft in einer einzigen weißen Wolke entweichen, die das Zelt füllte. Sie hatte so viel mehr gesagt, als ihr in diesem Moment bewusst gewesen war. Denn ich denke, dass es das war, das mit Dayton geschah. Er hatte seine ureigene Perspektive und irgendwie hatte sie begonnen, eine Form anzunehmen. An einem Tag gegen Ende Januar sagte sie zu mir: Ich möchte, dass du dir etwas anschaust. Der Eagle Peak war in helles Sonnenlicht getaucht und der weiße Schnee war fast blendend in seiner Helligkeit. Sie zupfte an meinem Ärmel. Es ist Schönheit in ihrer hässlichsten Form. Das ist ein Widerspruch in sich. Es muss etwas mit Dayton zu tun haben, sagte ich. Mit wem sonst? Noch eine Revolution? Jede Menge nehme ich an. Sie blieb stehen, um ein paar schnelle Schnappschüsse vom Dammwildfährten im Schnee zu machen. Rate mal, was dieser Kerl diesmal gemacht hat. Nimm die wildeste, bizarrste Vorstellung, die dir in den Kopf kommt. Er hat seine eigene Leiter zum Himmel gebaut. Margot ließ die Kamera sinken und teilte ein amüsiertes Lächeln mit mir, so als erwäge sie diese Möglichkeit tatsächlich. Wer weiß, sagte sie sanft. Dann schnellte die Kamera wieder nach oben und sie sagte: Versuch's nochmal. Ich geb's auf. Der Mann ist zu unberechenbar für die Vorstellungskraft eines Schriftstellers. Er haut Skulpturen in Eis. Welches Motiv? Ein Selbstporträt. Er hatte drei Skulpturen aus dem Eis gehauen, die sich auf nicht besonders subtile Weise voneinander unterschieden. Trotzdem fällt es mir auch heute immer noch schwer, diese Unterschiede zu beschreiben. Es war eine Art Steigerung. Jung, älter, alt. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Die erste Skulptur war Dayton wie aus dem Gesicht geschnitten. Die zweite wies etwas verschwommenere Züge auf und die dritte war Picasso-ähnlich, nur weicher. Die Linien waren weniger scharf und ausgeprägt. Vielleicht ist Abschwächung das treffendere Wort, denn jede Skulptur erschien weniger ausgeprägt, noch verschwommener als die Skulptur zu ihrer Linken. Das soll ein Selbstporträt sein? Fragte ich. Das Werk machte auf mich einen seltsamen Eindruck von Unbalanciertheit. Da war etwas, das zu sagen schien: Je klüger der Mensch, desto selbstzerstörerischer. Und so war auch Dayton selbst, klug und selbstzerstörerisch. Was sonst könnte es sein? Antwortete Margot. In diesem Winter verdammte Dayton uns alle 12. Jeder von uns wurde zu einer seiner aus dem Eis geschlagenen Abbilder in drei Variationen: neugeboren, lebend, tot. Als habe der Atem des Todes das Eis langsam verschrumpeln lassen. Er schlug und formte und hämmerte uns alle 12 in Eis. Sally in einer Höhe von 7000 Fuß in der Nähe des Eagle Lake.
Hampton bei 7.500 Fuß in der Nähe des Goathead Passes. Die anderen an versteckten Stellen, die es uns nie gelang, ausfindig zu machen. Als er das letzte seiner in Eis gehauenen Kunstwerke beendet hatte, irgendwann Mitte April, als der Schnee in den unteren Regionen schon langsam zu Wasser schmolz, verschwand Dayton in seinem Zelt und kam nicht wieder hervor. Zu dem Zeitpunkt wussten wir es noch nicht, aber die Revolution hatte begonnen. Sie erreichte uns gegen Ende April. Die Sonne schien fast sommerlich heiß vom südlichen Himmel und dem großen Frühlingstauen entsprang nach und nach eine Vielzahl von Rinnsalen und kleinen Bächen und Fontänen, die das vulkanische Gestein mit Furchen durchzogen und der topografischen Anatomie hier und da ein neues Gesicht gaben. Nach seinem langen Winterschlaf erwachte der Eagle Peak langsam zum neuen Leben. Ich selbst konnte den Tag kaum erwarten, an dem ich einen warmen Seufzer ausstoßen konnte, ohne meinen Atem als geballte Wolke in der kalten Luft vor mir zu sehen. So wie ich mich als ein Opfer der Natur fühlte, fühlte sich Dayton, so glaubte ich, als ihr Messias. Und vielleicht war er das auch wirklich, der Botschafter von Mutter Natur. Seit jemand das letzte Mal gesehen hatte, dass er seine Nase aus dem Zelt streckte, waren 2 Wochen vergangen und Margot, deren wunderbare Neugier angestachelt war, überzeugte mich davon, dass wir wenigstens einen Blick in das Innere seines Zeltes werfen sollten. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, um Bilder zu machen, flüsterte ich ihr zu. Wir standen draußen vor Daytons Zelt. Margot mit ihrer Kamera in beiden Händen, während meine nach dem Segeltuch des Zelteingangs griffen. Nur eins, sagte sie mit einem Glitzern in ihren Augen. Mach schon. Ich schlug das Segeltuch zurück. Margot machte schnell hintereinander 2 oder 3 Aufnahmen. Und dann blieben wir beide einen unendlichen Atemzug lang wie erstarrt stehen. Margots Kamera entglitt ihren gefühllosen Händen und fiel an ihre Seite zurück. Ein Anblick, den ich nie vergessen werde, denn es war das erste Mal, dass ich sie mit etwas Schrecklichem konfrontiert sah und sie nicht versuchte, sich hinter der Linse einer Kamera zu verstecken. Was von Dayton übrig war, lag auf dem Boden, teilweise von einem Kleidungsstück und dem Streifen Kaninchenfell verdeckt, mit dem er sich immer das Haar zurückgebunden hatte. Ich stupste das Häufchen mit dem Fuß an, hörte das ekelerregende Geräusch von aneinanderstoßenden Knochen, sah, wie noch ein wenig mehr von der geleeartigen Masse heraussickerte und versuchte, meinen revoltierenden Magen unter Kontrolle zu bekommen. Dayton, der Messias, hatte seine Botschaft verkündet. Irgendetwas in Mutter Natur war aus dem Gleichgewicht geraten. Am nächsten Tag begann Camp Himmelsleiter sich aufzulösen, zum Teil wegen dem, was mit Dayton geschehen war, zum Teil, weil die langen Wintermonate das ganze Lager schließlich in eine kollektive Depression hatte versinken lassen. Sogar jetzt, kurz vor Ausbruch des Frühlings, war es ungeheuer schwierig, sich aus dem Sumpf von Kälte, Starre und Hoffnungslosigkeit zu befreien. Sally und Hampton brachten am nächsten Morgen in aller Frühe zum Mount St. Helens auf. Einige der anderen kehrten nach Hause zurück, einige zogen Richtung Süden, wo es wärmer war, und ein paar verließen das Camp von einem Tag auf den anderen, ohne etwas zu sagen. Margot und ich blieben. Ich denke, dass wir einfach neugierig waren. Und vielleicht war es das, was uns gleich von Anfang an den anderen getrennt hat, von den anderen getrennt hatte. Ich glaube, Margot fühlte sich irgendwie verantwortlich für das, was mit Dayton geschehen war, obwohl wir beide versuchten, es für einen Ausrutscher von Mutter Natur zu halten. So etwas wie spontane Verbrennung. Etwas, das man besser nicht weiter erforschte. Trotzdem wollte sie immer weiter Fotos machen, bis die Dinge, durch das Auge ihrer Kamera gesehen, irgendwie einen Sinn ergaben. Was mich betraf, ich wollte mehr über Dayton schreiben und darüber, wie anders als die anderen er gewesen sein schien und darüber, dass die Dinge in Camp Himmelleiter sich vielleicht anders entwickelt hätten, wenn wir versucht hätten, ihn ein wenig besser zu verstehen. Wir fühlten uns beide gezwungen, noch ein wenig länger am Eagle Peak zu bleiben.
Der 21. Tag im Mai war mein letzter Tag am Eagle Peak. Ich saß an einen Fels gelehnt auf dem Boden und sog die wärmenden Sonnenstrahlen in mich auf, während ich einige meiner Gedanken in mein Notizbuch kritzelte. Ich kam einfach von der Vorstellung nicht los, dass Dayton, Mount St. Helens und die Eiskulpturen irgendwie auf eine seltsame, unheilvolle Weise miteinander verbunden waren, die zu Daytons Tod geführt hatte. Dann tauchte Margot plötzlich am Eingang eines kleinen Tales auf, aus dem ein schmaler Pfad herausging, der hinauf zum Gipfel des 12.000 Fuß hohen Eagle Peak führte. Die Kamera ruhte an ihrer Seite. Ihr Gang war fast taumelnd und ich erinnere mich, mein erster Gedanke war, dass sie versucht haben musste, den Berggipfel zu erklimmen. Sie glänzte in der Mittagssonne, ihr Haar klebte feucht an ihrer Stirn. Gesicht, Arme und Beine reflektierten lebendiges Sonnenlicht. Ihre Augen waren gläsern und wie aus Eis, so klar und rein wie die kristallene Agate, mit denen ich als Kind Murmeln gespielt hatte. Margot? Ich lehnte sie gegen den Felsen, kniete mich neben sie und bemerkte zum ersten Mal die Blutspur an ihrem Kopf. Mein Gott, was ist passiert? Sie gab mir eine Filmrolle. Die Berührung ihrer Hand war kalt, wie ein Gebirgsbach im Frühling. Dann noch eine und noch eine. Sie versuchte zu lächeln, aber es war ein trauriges Lächeln, das sie nicht aufrechterhalten konnte. Du bist noch immer da oben, flüsterte sie. Ich konnte nicht zu dir gelangen, aber du bist noch da. Ich strich das Haar von ihrer linken Schläfe zurück. An der Stelle, wo ihr linkes Ohr hätte sein sollen, befand sich ein dunkelrotes Loch. Oh, Margot! Ich habe meine Eiskulptur gefunden, sagte sie zwischen mehreren kleinen, keuchenden Atemzügen. Dachte, vielleicht, wenn ich sie zerschmettere... Daytons Abbild von dir? Sie nickte. Deins auch, 1000 Fuß weiter oben, in der Nähe des Gipfels. Eine lange, atemlose Stille trat ein. Dann setzte ich mich zu ihr und sie kuschelte sich in meine Arme. Ich sterbe, sagte sie, und diese Feststellung war genauso unschuldig und ehrlich wie eine ihrer Fotografien. Und ich kann nichts dagegen tun. Sie lehnte sich dicht an mich. Ich flüsterte, ich liebe dich, und zog sie noch näher zu mir heran. Sie fühlte sich weich an, zu weich, wie ein abgenutztes Kissen oder ein Ballon, aus dem die Luft entweicht. Ihre Haut war feucht und kalt und glitschig und an einigen Stellen wie Wachs, an anderen wie Eis, und ich wusste, dass ich sie verlieren würde. Ich hielt sie so, bis die Sonne unterging, bis ich in der zunehmenden Dunkelheit nichts mehr erkennen konnte, weil ich mich daran erinnern wollte, wie sie aussah, bevor das Fleisch begann, von ihren Armen und Beinen und von ihrem Gesicht abzugleiten, bevor das Gewebe und die Muskeln, die Knorpel zu einer geleeartigen Masse wurden, die sich in einer Pfütze unter ihr sammelte. Und als der Mond über mir nur noch ein entferntes, nebliges Licht ausstrahlte, hörte ich das letzte Klicken ihrer Knochen aufeinander und fühlte, wie der letzte Rest ihrer Konturen aus meiner Umarmung schmolz, genauso wie das letzte Stück ihrer Eiskulptur am Berg 2000 Fuß über uns unter dem Maihimmel dahinschmolz. Es regnet. Ich habe die Fenster aufgelassen und die Heizung abgestellt und trotzdem ist mir immer noch zu warm an diesem Wintertag. Ich weiß, was mit mir geschieht, aber das macht es nicht weniger schmerzhaft, weniger grauenhaft. Auf dem Foto, das aus einiger Entfernung aufgenommen wurde, kann ich sehen, wie mein in Eis gehauenes Abbild stolz nur ein paar hundert Fuß unter dem Gipfel des Eagle Peak thront, niedrig genug, um von den Sonnenstrahlen dreier Jahreszeiten erwärmt zu werden und doch hoch genug, um ihnen irgendwie zu widerstehen. Und ich fühle mich wie ein Eiszapfen am späten Nachmittag eines bewölkten Tages, feucht und hier und da ein bisschen tropfend, aber so ungeheuer dankbar für die erste Kühle der kommenden kalten Nacht.